I am the Jochen und das ist der Frühsport für Samstag, den 30. Juli 2022. Schönen guten Morgen. Bevor wir zum DFB-Pokal kommen und zur Formel 1 und zum Radsport, zu den aktuellen Geschehnissen also, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zur Conference League. Genau gesagt sind es drei kleine Nachträge zur Conference League. Ich werde euch jetzt nicht die zweite Quali-Runde runterrattern mit 50 Ergebnissen. Das hatte ich ja schon gesagt, das ist nicht sehr zielführend. Ich werde aber mal drauf gucken, wer von den etwas bekannteren Namen vielleicht jetzt schon ausgeschieden ist und damit garantiert nicht mehr international vertreten ist in der kommenden Saison. Denn da gab es ja am Donnerstagabend bis spät noch die Rückspiele. Ausgeschieden und nicht mehr dabei ist zum Beispiel Sparta Prag. Die hat es hier erwischt. Rijeka ist raus. Batir Borisov, ehemals Champions League-Bezwinger von Bayern München. Oder auch PAOK Saloniki. Die sind zum Beispiel draußen. Und nicht mehr mit dabei, aber eine ganze Menge Teams sind wieder mit dabei. Die sind eine Runde weitergekommen in die dritte Quali-Runde. Und dort werden sie dann unter anderem darum spielen, wer den ersten FC Köln herausfordern darf in der vierten der Playoff-Runde, die dann sich anschließt. Was ich auch noch sagen wollte, Nummer zwei, dass einige Länder jetzt schon international nicht mehr vertreten sind. Das kann man schon sagen. Es sind also da ja im Grunde alle europäischen Verbände in die Europapokalsaison gestartet. Und die Teams aus Albanien sind allesamt schon ausgeschieden jetzt in den Europapokal-Qualifikationen zu den Wettbewerben Champions League, Conference League. Georgische Teams haben wir nicht mehr dabei. Und wir müssen schweren Herzens verzichten auf die Teams aus Gibraltar, Montenegro, Wales, Andorra und San Marino. Das war für die Statistikfreunde unter euch. Diese Nationen sind also nicht mehr dabei. Die werden keinen europäischen Titel in dieser Saison gewinnen. Und wahrscheinlich auch in niemals einer europäischen Saison gewinnen. So, und dann gab es noch eine interessante Frage von Steppes. Der hat nämlich in den Kommentaren unter meinem Video von vorgestern, wo ich dieses Schema erklärt habe mit den Europapokalwettbewerben, die Frage aufgeworfen, ob es möglich ist, dass sich zwei Mannschaften in einer Saison in allen drei Wettbewerben gegenüberstehen. Weil wir dieses Absteigersystem inzwischen haben, dass man, wenn man in einem Europapokalwettbewerb ausscheidet, eigentlich, außer in der Conference League, da ist man dann raus, so wie die, die ich eben genannt habe. Aber in den anderen Wettbewerben rutscht man dann ja nur weiter nach unten, darf da weiterspielen. Ist ein bisschen tricky, ich habe einen Moment gucken müssen. Jetzt ist mir ein Szenario eingefallen, es geht tatsächlich. Und zwar, wenn sich zwei Teams in der Champions League Qualifikation gegenüberstehen. Das darf aber nicht in der ersten Runde sein, weil der Verlierer der ersten Runde überspringt die Europa League und geht direkt in die Conference League. Das heißt, sie müssen sich in der zweiten Champions League Qualifikationsrunde treffen. Da haben sie ihr erstes Aufeinandertreffen im Champions League Wettbewerb. Der Verlierer rutscht dann in die dritte Runde der Europa League Qualifikation. Der Sieger geht weiter in die dritte Runde der Champions League Qualifikation. Jetzt muss der zuerst verloren hat, gewinnen, um in die Europa League Playoffs zu kommen. Und der zuerst gewonnen hat, muss jetzt verlieren, um auch in die Europa League Playoffs zu kommen. Dann trifft man sich in den Europa League Playoffs zum zweiten Mal im zweiten Wettbewerb. Wer da verliert, geht in die Gruppenphase der Conference League. Wer gewinnt, geht in die Gruppenphase der Europa League. Das heißt, die Gruppenphasen spielen sie erstmal getrennt voneinander. Aber jetzt muss der, der in der Conference League spielt, weiterkommen in die K.O.-Runde, zum Beispiel als Gruppensieger. Und dann gibt es ja jetzt diese Playoffs immer noch seit letztem Jahr zwischen den Zweitplatzierten der Conference League und den Dritten der Europa League. Da muss dann der Europa League-Teilnehmer reinkommen und dann sich in diesem Playoff-Spiel durchsetzen gegen den anderen. Nee, da nicht durchsetzen, richtig. Weil dann spielt er nämlich auch Conference League. Und dann trifft man sich in der K.O.-Runde der Conference League, vielleicht sogar im Finale, ein drittes Mal. Das geht also tatsächlich, dass sich zwei Teams in allen drei Wettbewerben gegenüberstehen. Wir werden das mal im Auge behalten, ob das passiert irgendwann. Wäre auf jeden Fall eine interessante Konstellation, wie ich finde. So, haben wir das alles geklärt. Letzter Hinweis kommt noch vom Realo Flyer. Der hat mich darauf hingewiesen, dass es ja diese wunderbare Seite gibt, onefootball.com. Hier völlig zu Unrecht, zu selten erwähnt. Onefootball.com zeigt kostenlos Ligaspiele aus kleinen Ligen. Also die Top 5 sind ja längst sowieso bei Sky, bei DAZN und so unter Vertrag. Aber es gibt dort die Möglichkeit, zum Beispiel die lettische Liga zu gucken. Wenn jemand Bock hat und sagt, ich will mal europäischen Fußball sehen aus Ligen, die ich sonst nicht so im Blick habe, und die vielleicht jetzt auch in der Europapokalqualifikation mit dabei sind, schaut zum Beispiel Spartaks Jurmala, 15 Uhr heute lettische Liga gegen Supernova, heißen die anderen, aus der Optibet First Liga. Habe ich noch nie gesehen, muss ich gestehen. Aber kann man kostenlos gucken auf onefootball.com. Oder man kann zum Beispiel Vestmanneja gegen Keflavik aus der isländischen Liga gucken, um 16 Uhr heute, wenn jemand Lust hat. Oder wenn ihr sagt, ich will aber lieber Ålesund gegen Bodø Glimt gucken, das kennen wir auch international. Norwegische Liga, 16 Uhr, die Elite-Serien
seid ihr mit dabei. Kostet nichts, einfach reinschauen, könnt ihr reingucken. Oder ihr sagt euch, mich zieht's eher zu Slovan Bratislava gegen Zemplín Michalovce aus der slowakischen Liga. Die Fortuna Liga, wie sie heißt, ist auch am Start. Ab, wann gab's die? Die gibt's um 17 Uhr, ne? 18 Uhr ist es. Und unvermeidlich natürlich, Sheriff Tiraspol ist am Start. Um 19 Uhr bei Cimbucisinau. Also, wer Lust hat, gucke da rein. Es geht den ganzen Abend noch so weiter. Da gibt es dann noch Partien wie FC Küçülçya gegen FK Akçahisar Uralsk. Ich weiß gar nicht, was das für eine Liga ist. Ist Küçülçya? Ich glaube, das ist Kasachstan. Ich glaube, es ist die kasachische Liga. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, kasachstanische Liga ist es, weil er spielt auch Shakhtar Karagandy gegen Shetisu Taldikorgan. Ich will euch nicht länger aufhalten damit. Ich wollte es nur einfach mal droppen, falls jemand sagt, Mensch, das ist doch mal genau mein Ding, so ein bisschen exotische Fußballligen angucken. Da seid ihr, glaube ich, ganz gut bedient dabei. So, jetzt kommen wir aber zum aktuellen Sport von hier. Da fangen wir an mit DFB-Pokal, weil es einfach das große aktuelle Fußballthema ist. Gestern Abend die ersten vier Spiele und es gab vier Favoritensiege am Schluss. Mehr oder weniger knapp. Der VfB Stuttgart hat sich wirklich am Schluss durchgewurschtelt, aber immerhin, ich sehe es positiv, es ist Pokal, es zählt nur das Weiterkommen, auch in Unterzahl. Und auch wenn man dreimal Aluminium trifft, aber egal, am Schluss stand ein 1:0 bei Dynamo Dresden und damit der Einzug in die zweite Runde. Der erste FC Nürnberg hat es auch etwas spannend gemacht. Beim FCK in Marienborn gab es dann ein 2:0 am Ende. Borussia Dortmund gewinnt bei 1860 schon zur Halbzeit mit 3:0. Und der Karlsruher SC, der war recht souverän bei der TSG Neustrelitz mit 8:0 am Ende das Ding nach Hause gebracht. Gucken wir auf die Spiele von heute im DFB-Pokal. Es geht um 13 Uhr los. Nein, es geht um 13.01 Uhr los, denn die DFL, der DFB macht ja immer am Anfang eine Minute lang noch Werbung für den Klimaaktionsspieltag. Also alles eine Minute verschoben. 13.01 Uhr geht's los mit dem VfL Bochum bei Viktoria Berlin und dem FC St. Pauli beim SV Strählen. Habe ich das inzwischen wieder vergessen? Ich glaube, Strählen sagt man wirklich. Ansonsten bitte wieder korrigieren, wenn ich es wieder falsch gemacht habe. 13.01 Uhr, beides natürlich live auf Sky Sport und Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix und auf den üblichen Kanälen, einzeln oder als Konferenz. 15.30 Uhr dann der große Sechserblock mit unter anderem dem Hamburger SV bei der Spielvereinigung Bayreuth. Wir haben Bayer Leverkusen in Elversberg, Hansa Rostock zu Gast in Lübeck, ein Nordduell also. Der 1. FC Köln tritt an bei Jan Regensburg. Heidenheim fuhr bereits, nehme ich an, aber spielt beim FV Illertissen. Und der SC Paderborn ist zu Gast bei Einheit Wernigerode. Das waren die, die uns letztes Jahr so einen Spaß gemacht haben, als sie das Landespokalfinale erreicht haben und das Dorf abgerissen haben hinterher. Weil sie wussten, wir spielen gegen Magdeburg, sind schon qualifiziert für den DFB-Pokal. 15:31 Uhr. Dieser Blog also auch live auf Sky Sport und Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event und Sky Sport Sport. Ihr kennt das. 18.01 Uhr dann, der letzte Blog des Tages, drei Spiele. Da gibt es dann unter anderem ein Riesentraditionsduell Fortuna Düsseldorf zu Gast bei Kickers Offenbach. Außerdem haben wir den VfL Wolfsburg zu Gast bei Carl Zeiss Jena. Auch da steckt eine Menge Tradition drin. Und Greuther Fürth bei den Stuttgarter Kickers. Greuther Fürth schlecht gestartet in die zweite Liga. Jetzt sind wir mal gespannt, ob sie im Pokal was reißen. Bei den Kickers, 18.01 Uhr, kann man das sehen, auch auf den üblichen Sky-Abspielplattformen. So, wer sagt, genug richtiger Fußball, ich will noch ein bisschen Supercup gucken am Abend. 20.30 Uhr heißt das RB Leipzig gegen Bayern München, das gibt es live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event und Sat.1, richtig, das ist nicht Sky Sat.1, es ist einfach nur Sat.1. Die zeigen den Supercup nämlich auch live. Wie immer der Supercup, ein Spiel von begrenztem sportlichen Wert. Es gibt hinterher einen schönen Pokal und es ist eine Prestigenummer eigentlich. Gerade bei Leipzig gegen Bayern ja eigentlich immer. 20:30 Uhr könnt ihr es gucken, wenn ihr sagt, ich will aber lieber die Supercups von anderen Ländern gucken. Kein Thema, ihr könnt zum Beispiel in England reinschauen beim Community Shield. Da trifft sich um 18 Uhr natürlich der FC Liverpool mit Manchester City, das übliche Duell. Live zu sehen auf The Zone um 18 Uhr. Aus dem King Power Stadium übrigens. Und der niederländische Supercup, die Johan Cruyffschaal, das finde ich auch einen schönen Namen, findet um 20 Uhr statt. Da haben wir Ajax Amsterdam gegen PSV Eindhoven. Das sind halt wirklich prestigeträchtige Duelle, die immer ausgetragen werden. Also könnt ihr 18 Uhr den englischen gucken, 20 Uhr den niederländischen und dann um 20:30 Uhr den deutschen. Könnt ihr auch lassen, wenn ihr wollt. Das ist eure Entscheidung. Es gibt ja noch anderen Sport heute. Und da kommen wir jetzt drauf. Schauen wir mal drüber, was es da Feines gibt. Zum Beispiel gibt es
Kanuslalom WM. Ich habe schon gesagt, die deutschen Teams haben richtig reingehauen. Zweimal Gold, einmal Silber in vier Wettbewerben bisher. Jetzt geht es in die Einzelwettbewerbe. Und da geht es um 12 Uhr heute los mit den Kajak-Wettbewerben. Und zwar Kajak der Damen, Kajak der Herren. 12 Uhr geht es also los mit den Finals. Und das Ganze gibt es live zu sehen auf dem im Fernsehen, auf dem BR, im Bayerischen Rundfunk. Also 12 Uhr live aus Augsburg mit den entscheidenden Läufen. Und vielleicht ist da ja aus deutscher Sicht wieder medaillenmäßig was drin. Wir hatten ja bei Olympia durchaus die hervorragenden Medaillenausbeute. Ricarda Funk, werden wir uns daran erinnern, Hannes Aigner und so. Mal gucken, die sind jetzt wieder am Start mit dem Kajak und wer ab 12 Uhr gucken will beim Kanuslalom. Mal was anderes, ne? Kanuslalom gibt es ja nicht immer zu sehen, genauso wie die lettische Liga zum Beispiel. Deswegen ist das ja immer was mir so ein bisschen am Herzen liegt, euch dafür auch ein wenig zu begeistern. Also guckt rein, 12 Uhr BR Kanuslalom, wenn ihr wollt. So, dann gibt es für die Tennisfreunde die Information, dass im deutschen Doppelduell in Kitzbühel sich Pützenus durchgesetzt haben. Tim Pütz und Michael Wienes zweimal im Tiebreak gegen Kravitz Mies. Und damit stehen Pütz-Wienes im Endspiel gegen Martinez Portero und Sonego. Das wird heute stattfinden. Ich weiß nicht, ob es übertragen wird auf Sky. Ich zweifle so ein bisschen dran, wobei die manchmal sowas ja wirklich kurzfristig ins Programm reinnehmen. 11.30 Uhr wird gespielt. Probiert euer Glück auf Sky Tennis, Sky Sport Mix, Sky Top Event, da nicht wahrscheinlich, aber oder auf sky.de, skysport.de. Wer weiß, wo es das reinspült. Aber das gibt es auf jeden Fall. Und im Einzel, da hat es Yannick Hanfmann noch nicht ins Finale geschafft. Der hat zwar Dominik Thiem schlagen können am Donnerstag spät noch. Und dann wurde sein nächstes Spiel allerdings unterbrochen. Und zwar dann auch dunkelheitsbedingt oder wetterbedingt. Das war dann nach über 2 Stunden noch zu spät. Beim Stand von 1:1 im Tiebreak des dritten Satzes gegen den Österreicher Philipp Misolic. Das wird heute auch fortgesetzt. Irgendwann auf Sky dann zu sehen, wenn es fortgesetzt wird, wenn es denn fortgesetzt werden kann. Ich weiß nicht, 13:30 ist, glaube ich, angesetzt. Ob das Wetter es zulässt. Nee, ich glaube, Regen war es. Dunkelheit macht. Ich weiß es nicht. Ich habe es gestern nicht gesehen. Also probiert euer Glück auf Sky und dann könnt ihr bei Sky Sport und Sky Tennis und Sky Sport Tennis auch das Finale noch gucken. Und zwar soll das um 16:30 über die Bühne gehen. Ob es dabei bleibt, wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, wie die vordere Partie dann eben gespielt werden kann. Und ganz am Rande möchte ich noch erwähnen, dass Annalena Friedsam es wieder mal in ein Halbfinale geschafft hat beim WTA-Turnier in Warschau zusammen mit ihrer Partnerin Anna Danilina. Da stehen sie im Halbfinale und spielen heute gegen Chvalinska Maletkova. Nur so mal, just for your information, natürlich zu sehen auf dem Tennis-Channel, wenn ihr das gucken wollt. So, Tennis abgehakt, Kanu abgehakt, Fußball abgehakt. Was gibt es heute noch Feines? Es gibt American Football und zwar aus der ILF. Die geht weiter in den 8. Spieltag rein mit Barcelona Dragons gegen Ryan Fire. Und das ist tatsächlich ein Topspiel aus der Southern Conference. Die Dragons 5:2 noch vorne in dieser Gruppe, haben aber zuletzt 2 Spiele ja verloren. Die haben 5-0 gestartet, jetzt 5-2. Und die Ryan Fire, die kommen zwar auch mit einer Niederlage, aber liegen mit 4:3 Siegen nur einen Sieg hinter Barcelona. Das heißt, deren Chance heute mit einem Sieg punktemäßig gleichzuziehen mit den Dragons und dann richtig den Kampf um Platz 1 in dieser Gruppe nochmal zu eröffnen. Wird auf jeden Fall eine interessante Partie, wie ich finde. Und gibt es live zu sehen auf ran.de ab 18 Uhr. Die Ryan Fire bei den Barcelona Dragons. Ich hätte mal wieder Bock, vielleicht gucke ich mal rein. So, und dann gibt es noch die German Football League, die haut heute auch wieder einen ordentlichen Spieltag raus mit insgesamt 6 Partien. Da gucken wir mal drauf, um 16 Uhr werden die meisten davon gespielt. Düsseldorf, Dresden, Frankfurt, Straubing, Kiel, Berlin, München gegen Schwäbisch Hall Unicorns und Potsdam gegen die Cologne Crocodiles. Die Berlin Rebels waren das übrigens in Kiel. Und dann um 19 Uhr die Ravensburg Razorbacks gegen die Allgäu Comets aus der Südgruppe noch ein Spiel. Alles das auf Sport Deutschland zu sehen. Die GFL, die German Football League. Genau, die ELF auf ran.de hatte ich, glaube ich, erwähnt. So ist es. So, dann gucken wir zur Formel 1. Da gibt es das Qualifying heute in Ungarn, in Budapest. Und zwar um 16 Uhr geht's los. Eines der letzten, das letzte Rennen in Budapest für Sebastian Vettel steht an. Und damit auch sein letztes Qualifying in Ungarn. Wir haben es mitbekommen diese Woche. Er hat seine Karriere Ende zum Saisonschluss bekannt gegeben. Und jetzt wird er noch ein paar Rennen fahren und dann ist es vorbei. Aber das fährt er nochmal und natürlich ist der WM-Titelkampf auch noch ein Thema. Max Verstappen anscheinend doch nicht zu stoppen. Leclerc hat sich ja zuletzt wieder selbst ein bisschen rausgenommen. Hamilton kommt nicht so richtig auf die Beine. Ist aber das letzte Rennen vor der Sommerpause. Dann ist 4 Wochen nichts.
Und wer weiß, wie es dann weitergeht. Also es könnte nochmal richtungsweisend werden. 16 Uhr auf jeden Fall das Ganze zu sehen. Live auf Sky Sport Formel 1 und auf Sky Sport, weiß ich nicht wo. Ich glaube nur auf Sky Sport Formel 1, weil die anderen Kanäle blockiert sind durch DFB-Pokal und sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Wer Formel E gucken will, auch um 16 Uhr geht es da los mit dem Rennen allerdings. Da haben wir das Qualifying gibt es schon vorher, das könnt ihr gucken ab 12, glaube ich, ne, aus London. Live auf ProSieben Max und dann das eigentliche Rennen um 16 Uhr live auf ProSieben, Formel E aus London. Und das Formel E-Rennen gibt es aber natürlich wie immer doch auch auf allen anderen möglichen Kanälen. Oder das wird doch wieder natürlich auf Eurosport 2, könnt ihr das gucken und ihr könnt es auch auf The Zone bestimmt gucken. Da bin ich mir sicher, die zeigen es doch auch immer. Ja, sicher. Auch das. Also das wie immer überall zu sehen, aber auf ProSieben im Free TV ist vielleicht die einfachste Variante, das zu sehen. So, dann gibt es Radsport heute. Es gibt die Tour de Pologne startet. Könnt ihr in Eurosport Player, glaube ich, gucken ab 11.30 Uhr. Ihr könnt die Klassiker, die Clista San Sebastian gucken, wenn ihr wollt, um 12 im Player. Aber das große Thema im Radsport ist natürlich die Tour de France Femme. Da geht's rund auf Eurosport 1 ab 15 Uhr und auf One bzw. Sportschau.de ab 15.20 Uhr, wenn ihr das sehen möchtet. Da gab es gestern nochmal eine Massenankunft auf hügeligem Terrain mit Marianne Voss, die das Ding gewonnen hat am Schluss, die Etappe. Und damit sich vor allem noch ein paar Bonussekunden auch sichern konnte. In der Gesamtwertung liegt sie jetzt 30 Sekunden vorne vor Persico und Nervia Dorma. Aber jetzt kommen die zwei Etappen, in denen so richtig Klassement gefahren wird. Heute und morgen. Morgen Super Blanche de Belfie mit der Bergankunft. Das wird natürlich nochmal richtig, richtig, richtig heiß werden. Und heute gibt es aber auch schon ordentlich was an Bergen. Ihr seht es schon am Profil. Das ist was anderes, als wir es die letzten Tage hatten. Dreimal erste Kategorie. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann gibt es noch eine kleine Abfahrt, eine nicht ganz so steile Abfahrt hinten ins Ziel am Schluss. Aber ich denke, da ist schon ordentlich was heute geboten mit dem Petit Ballon und dem Grand Ballon, die heute hochgefahren werden. Finde ich auch ein bisschen lustig. Hab gesagt, 15 Uhr oder 15.20 Uhr könnt ihr reinschauen. Ich denke, heute wird es interessant. Ich habe so ein bisschen Spaß dran gefunden die letzten Tage an der Tour de France Femme. Und jetzt nicht, weil ich die Stürze so gern sehe, die es tatsächlich ja immer wieder gab. Aber ich bin mal gespannt, ob das heute an Spannung das hält, was es verspricht vom Profil her. Bin da aber ganz guter Dinge. Und vielleicht jetzt ja auch die Chance für zum Beispiel Liane Lippert, mal was zu reißen. So, ich glaube, das war's. Ich gucke nochmal kurz drauf. Kanu hatte ich erwähnt, Formel E haben wir, Tour de France haben wir, DFB-Pokal, Tennis habe ich gesagt. Community Shield hatten wir drin. Ich habe euch am Anfang auch gelangweilt mit den Europapokal-Dingen. Also alles gut. Dann besten Dank fürs Zuschauen. Besten Dank für eure Kommentare, Anregungen, Rückfragen. Am Anfang habe ich ja wieder einige beantwortet. Gerne. Da finde ich immer super, wenn ihr auf so Ideen kommt. Auch sowas wie diese Frage mit den drei Wettbewerben. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Nochmal danke an Steppes für diesen Funken, den du da entfacht hast. Habt einen schönen Samstag, viel Spaß beim Sport gucken, was auch immer ihr euch da rauspickt aus dem reichhaltigen Angebot. Morgen sehen wir uns wieder, dann geht's weiter im DFB-Pokal und bei allem anderen, was eigentlich heute stattfindet. Ich erzähle es euch dann in aller Ruhe morgen. Bis dann und auf Wiedersehen.